Hallihallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Train Sim World 2. Wir schauen uns heute mal eine neue Rangierlok an und rangieren wir tatsächlich nicht, sondern werden einen kleinen Güterzugdienst fahren. Und zwar ist das ja einmal die G6 der DB. Und genau, für die gibt es einige Aufgaben, aber auch Fahrplanfahrten, und eine davon habe ich heute einmal ausgewählt. Wir sind jetzt hier in einer Einfachtraktion, die gibt es auch tatsächlich in der Doppeltraktion bei ein paar Missionen. Genau, und wie sie das denn so schlägt, hätte ich gesagt, das schauen wir uns quasi auf unserer heutigen Fahrt einmal an. Da liegt sogar, oh krass. Boah, da liegt sogar, okay. Ich bin mal erstmal ganz kurz impressed, da liegt sogar Schnee drauf. Ich wollte nämlich ein bisschen Schnee haben, deswegen haben wir jetzt hier Schnee. Das hier ist quasi der Führerstand, recht simpel, gar nicht so viele Kontrollelemente. Da ist der Helm natürlich wichtig, wenn wir im Rangierbetrieb unterwegs sind. Wir fahren jetzt so rum, ne? Also wir haben natürlich noch den Führerstand in die andere Richtung, da können wir uns auch mal draufsetzen. Das sieht dann so aus, dann bringt uns jetzt nicht ganz so viel, aber ne, das ist dann ganz ein bisschen länger. Ich werde einmal hier... Oh, der verschwindet so. Er ist ja richtig topmodern hier, das Ding, du. So. Ich würde aber sagen, wir fahren einmal los. Einmal hier nach vorne. Dann brauchen wir Zugspitzensignale. Entsprechend gesetzt. Dann wollen wir PZB und SIFA. Die Zugart passt aber jetzt an der Stelle nicht. Das wollen wir mal ganz kurz umstellen. SIFA Schulter. So. Wunderbärchen. Dann müsste das hier auch gleich angezeigt werden. Ich müsste das wahrscheinlich immer nochmal. Ne? Zap und zap. Wunderbar. Mittlere Zugart. Das heißt, wir lösen einmal hier die Bremsen. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier bei Schnee halbwegs vorwärts kommen, sonst wird einfach ein bisschen gesandet. So, aber noch nicht ganz gelöst. Ne, wir sehen das da ganz gut. Das löst hier noch den Zug über. Bei Güterzügen mal ein bisschen länger. Wir sind ja, ne, neulich schon wieder den anderen Güterzugdienst gefahren. Das ist, denke ich, mal ein bisschen was anderes. Haben nur 10 Wagen hinten dran. Und das dürfte ein bisschen kürzer sein. So, jetzt können wir hier mit einmal aufschalten. Wir sehen an dem Kontrollelement ganz rechts oben. So, wir schalten jetzt quasi auf, wie viel Prozent. Ich kann da mal hinscrollen. Wie viel Prozent wir quasi Schub oder halt eben dynamische Bremse geben. Wollen wir schon? Ne, noch nicht. Komm, ziehen wir mal ein bisschen hier, ne? Ich muss einmal anfahren, ist wieder das Problem, ne? Wird einmal ganz kurz ein bisschen mit Sanden hier am Start. Ich glaube, beim Bremsen könnte das auch mal ein Thema werden, ansonsten... So. Wunderbar. Einmal befreit und dann geht die Fahrt hier los. Ich finde ja mit dem Helm halt fantastisch, ne? So. Also jetzt hier das gute Ding hier einmal... In den Weg, natürlich ist er noch ein bisschen im Dunkeln, aber ich hoffe mal, das Problem löse im Laufe der Fahrt noch ein bisschen. Ja, ich denke, allzu schnell unterwegs sein. A, dürfen wir gar nicht. B, werden wir auch gar nicht sein. Einfach weil wir ja, dann doch ein bisschen untermotorisiert sind. Ah, über 80 nur. Okay. Ist ganz gut zu wissen, ne, weil sonst könnte man ja. Ach, guck mal. Oh, da fährt sogar eine Schwebebahn. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ja, krass. Okay. Müssen wir bloß auf den Screenshots immer gesehen. SIFA. Okay, davon bin ich jetzt mal hart impressed. Sowas sieht man natürlich eher, wenn man jetzt hier so Güterdienst fährt. Komm, zieh mal ein bisschen hier. So, das Maximum, ne? Also wir werden nicht sonderlich krass schnell vorwärts kommen. Aber da die 80, das ist schon mal gut zu wissen. So. Tag, Kollege, da links. Doppeltraktion, S-Bahn, so, ja, wir sind jetzt auf Maximum, ne, seht ihr auch hier quasi, Leistung Max, also so, SIFA ist noch am Start, genau, wir fangen uns quasi, wie die Leistung, wenn wir auf Mittel machen, dann können wir direkt auf Null zurückschalten und dynamische Bremse dann entsprechend nach hinten, lassen, halten, verstärken, ne, immer so nach unten, wir wollen aber gar nicht bremsen, wir wollen ja fahren. So. Aus dem Bauhaus. Guck mal, ein bisschen, komm. Ein bisschen frische Luft hier. Und ein bisschen die kühle, schöne Winterluft mal ein bisschen um die Ohren wehen lassen hier. Ich finde mit dem Helm so fantastisch. Also ich finde... Ach, da der Farbenkontrast. Also ist mal no joke. Ich feiere das wirklich ein bisschen mit dem Helm da. So, kann ich denn da drüben einfach aufmachen?
kann ich mir das hier sparen. So. Dann zieht das nicht ganz so knapp hier bei mir an der Öhrchens. Ah, ja, 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 ja. Nicht, dass wir da noch in Probleme laufen. Das sollte ja auch nicht sein. So, da vorne ist aber alles Grünchen. Ich kann aber auch nicht rausgucken. Das ist immer ein bisschen schade. Manchmal hätte ich ganz gerne noch so eine Außensicht, dass ich also ne, einfach da rausgucken. Wobei ich kann eigentlich fast einen Schulterblick machen. Jetzt zumindest auf eine Seite. Um dann so ein bisschen abzuchecken, ob wir denn schon wieder in dem Bereich sind, wo wir ein bisschen beschleunigen dürfen. 160 sehe ich jetzt zwar noch nicht ganz. Ich hoffe mal, wir haben freie Fahrt. Durchgehen, werden nicht nochmal auf die Seite geholt, aber wenn wir so schnell unterwegs sind, ich glaube, dann ist das doch nicht ganz so eine smarte Idee. Ja, ich hoffe, wir werden mit unserer etwas den normalen Verkehr behindernden Fahrweise nicht nochmal an der Seite geholt vom Fahrdienstleiter, sondern dürfen uns unsere Runde durchfahren. Ja, mache ich doch schon jetzt. Chill mal, wir werden sogar langsamer, weil es bergauf geht. Ja, moin. Das ist ja fantastisch. Naja, ich hoffe mal, dass wir das irgendwie ja, Leistung halten mag. Die Bremsen sind gelöst. Das ist okay. Ah, wird auch wieder, ne? Wenn wir dann halbwegs auf der Ebene sind. Gut. Ja, ich glaube, wir werden hier sehr viel auf maximaler Leistung heute laufen. Das wird sich, glaube ich, nicht wirklich ändern lassen. So war das hier. Nee. Okay, haben wir leider nicht. Ich will ganz gucken, ob wir irgendwo hier da mit irgendeiner mir bekannten Tastenkombination Licht anmachen können. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da sonst noch steuern soll. Ach, der Führerscheinsbeleuchtung hätte ich gerade an, aber die hat nicht... Ah, für 5 und für... Das ist ja witzig. Wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich happy. So, okay. Ja, gut, wir sind auf Maximum. Haben wir überhaupt genug getankt? Sehe ich das irgendwo bestimmt. Alter, die ist auch... Also ich finde, die ist echt krass Techno-Dingens da, ne? Sehr viel Technik drin. Wenn ich das vergleiche mit einer, keine Ahnung, 294er oder so, als Rangierlok da, ist das Ding hier halt schon, sieht schon noch top-notch aus, auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, die Sifa passt schon. So, wollen wir mal schön durch die Gegend fahren. Jetzt ist es hoffentlich ein bisschen warm hier drin. Ich denke, da kann man bestimmt wohl so ein bisschen eine Heizung. Wobei macht man das dann? Ich denke mal schon so ein bisschen grundlegend. Also die amerikanischen Züge hatten das, das weiß ich noch. Ja, aber das muss es hier auch ein bisschen geben. Ich meine, im Sommer machst du halt ein Fenster auf, dann wird halt... ist ein bisschen kühler. Alter Latz. Tingeln wir jetzt echt mit unserer... Geht das denn überhaupt bergauf? Oder geht ganz schön bergauf, du? Ja, bitte nicht runterbremsen, bitte. Ich komme safe nicht mehr auf die 50. Ich fühle mich tatsächlich jetzt so ein bisschen wie in dem amerikanischen Szenario, wenn ich ehrlich bin. Naja, dafür ist ein bisschen Schnee hier. Also so geschwindigkeitstechnisch passiert da halt nicht mehr viel. Du könntest natürlich wieder Josh-like probieren, ob außer wieder einschalten im Sinne von Schub zurücknehmen und Schub wieder draufziehen in irgendeiner Form funktioniert. Aber ja. Ne. So ist das eben. Trüht nur mal ein bisschen. Geht ja mal die Steigung weg. 1,4%. Oh, nie schlecht. Ist halt, denke ich mal, sonst nicht sonderlich eine große Sache, aber ja. Für unser Exemplar-Lok ist das dann doch ein klein bisschen aufwendig hier. Ach, guck mal, da sitze ich sogar drin. Hi! Finde ich auch gut, dass wir einfach ein eigenes Gleis haben. Da können wir so ein bisschen... Das sind jetzt nicht echt die Durchfahrtsgleise, oder ist das ein extra Gütergleis? Wenn wir natürlich die zweispurige, also die zweigleisige Strecke für die S-Bahn. Dann haben wir hier nochmal, dann haben wir nochmal zwei. Auf jeden Fall einiges an Gleisen. Nee! Leistung, Junge. Warst du zu lange auf 100% oder habe ich irgendwas gedrückt? Ich habe auch gefunden, dass ich irgendwas gedrückt habe.
Ja, wir hätten vorher einfach viel, viel früher direkt auf 100 ballern müssen. Ich glaube, dann wären wir zwar ein bisschen mit den 40 ins Gehege gekommen. Aber geht das jetzt die ganze Zeit bergauf bis Hagen? Hagen klingt für mich halt immer noch wie so ein Vorname. Okay, es ist ein Vorname, das ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, aber ja, das Maximum. Kommt sie! Aber das ist halt auch ein bisschen so der Charme an den Szenarien, finde ich, mit solchen Loks. Ich fahre die eigentlich tatsächlich ganz gerne, vor allem auch noch die, wo man davor noch so ein bisschen vorbereiten muss. Und dann bist du einfach nicht der Schnellste, ne? Du bist einfach nicht der, der so richtig durch die Gegend heizt und in Höchstgeschwindigkeit fahren kann, sondern du merkst einfach, dass die Kraft von Maschinen, begrenzt ist. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht, das auch mal mit zu erfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie dazu steht, aber ich finde das eigentlich ein ganz cooles... So, hier sind wir doch wieder auf der Ebene. Wenn jetzt dann gleich mal alle unsere Kesselwagen irgendwie wieder auf gerade sind, da können wir auch ein bisschen wieder Geschwindigkeit aufnehmen hier. So. Und ich sehe schon, jetzt haben wir gleich nur anhalten irgendwo. So, Achtung, Durchfahrt. Vorsicht auf Gleis. Keine Ahnung. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. Vorsicht auf Gleis. 3. Ein Zug fährt durch. So, keins der Rotsignale ist für uns. Ne? Das hätten wir eh schon angekündigt bekommen müssen. Das wäre sonst ein bisschen... ja. So, haha, das habe ich jetzt nicht vorher gesehen. Das wäre sonst, glaube ich, ein bisschen sehr knapp angekündigt gewesen. Ich hoffe auch einfach, dass es mit den Bremsen halt halbwegs klappt, weil wir haben ja zum einen die dynamische Bremse, mit der wir bremsen sollen. Und die Zugbremse wirkt irgendwie nicht sehr krass einstellig. Also einstellig im Sinne von, da kann man nicht so viel einstellen. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Da müssen wir uns, glaube ich, mal vorsichtig rantasten. Ja, 100, da brauche ich jetzt auch nicht piepen, das ist ja fernab von meiner... Okay, es geht wieder bergauf. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine unfassbar leistungsfähige Rangierlok. Ja gut, aber ne, eigentlich ist es eine Rangierlok und halt für so kleine Überführfahrten hier dann auch noch irgendwie gedacht. Es ist halt nicht eine leistungsfähige Lok, die dann auf 100 oder so ausgelegt ist und die dann auch einen schweren Güterzug irgendwo lange hochzieht. Das sind ja... Das ist ja nicht so der Plan, von daher ist es ja irgendwie verständlich, dass das hier so ein klein wenig hakt, aber wir ziehen immer noch 100%. Oh, guten Tag, Kollege, hi. Wahrscheinlich ein RE oder sowas, was hier lang fährt dann. Sag nicht, wir haben jetzt noch mehr als 1,8. Ei, ei, ei. Also die Szenariozeit. Puh. Ob wir die 14 Kilometer Luftlinie in der Zeit schaffen, wenn ihr drunter rechnet, brauchen wir vielleicht noch eine halbe Stunde. Ja, ist so. Also ist jetzt faktisch so. Es gab ja scheinbar nur 25 Minuten. Ja. Kann man vorstellen, dass das auch noch ein klein wenig besser abgeht hier, das Ding, wenn man nicht bei Schnee fährt. Wobei, wir haben ja Traktion, ne? So ist es ja nicht. Ja, aber vielleicht ist der Motor da mit dem Diesel und dann... ballert der doch nicht so viel Leistung und ich muss mir das schönreden. So. Wir hätten echt eine andere Richtung fahren müssen hier. Das ist ja... Wir halten ja den kompletten Zugverkehr auf hier. Also mich würde es echt nicht wundern, wenn der Fahrdienst da sagt, du ey, komm mal auf die Seite bitte. Das geht so nicht. Ich muss mal mit dir reden. So, einmal bitte auf die Seite. 10 Minuten Pause und denk mal drüber nach, was du gemacht hast. Das hier eigentlich, warte mal, mal ganz kurz gucken. 9 ist ja die Karte. Ja, wir haben hier mehrere Strecken. Das heißt, ich könnte es nicht einmal sagen, über was hier jetzt eventuell Fernverkehr geleitet wird, wenn es das überhaupt wird. Aber auch der Regionalverkehr ist potenziell einen kleinen Ticken zügig unterwegs, habe ich mal gehört. Ist aber auch nur eine vage Vermutung. So, da oben sind wir doch wieder auf der Ebene und ich habe mir so Sorgen gemacht, dass wir irgendwie mal
in die Verlegenheit kommen, unsere Höchstgeschwindigkeit irgendwie zu überschreiten, also die ja maximal zulässig ist. Da kommen wir gar nicht hin. Das ist ja das Thema. Naja. Wobei jetzt so langsam sind wir... Oh. Bergab. Ja, müssen wir vorsichtig sein. Achtung. Nicht, dass wir jetzt hier... Auch wenn wir 80 fahren, sind wir natürlich schneller am Ziel. Ne? Das ist ja klar. Da kann man ja rechnen. So, ich werde ein bisschen abschalten. Hören wir auch schon. Wir sind sogar bei über 80. Dann werde ich mal in den... Uiuiui. War das ein Schlittern? Ich versuche mal nur mit der dynamischen Bremse abzubremsen. Da klappt aber halbwegs. Schlittern wir? Ne, wir sind auch noch ganz knapp. Ah, so 1,6% Gefälle kriegen wir gerade noch so abgebremst. Okay. Bevor ich da dann wirklich noch mit unserer eigentlichen Bremse dran muss, was glaube ich gleich gar nicht so eine schlechte Idee wäre, habe ich das Gefühl. Ja, das schaffen wir noch hier, ne? Ist das aber auch so bergig hier? Da kann er, das da geht ja gar nicht. So, Achtung, Vorsicht. Ein Zug fällt durch. Ah, ist auf der Ebene. So. Also ist das, wenn man hier mal nicht mit AFB, LZB und whatever alles da gleichzeitig fährt. Da ist immer ein bisschen... Oh, geht's ja wieder berghoch. Und die nächste Runde. Und wir beschleunigen. Ach, der arme Zug tut mir echt leid. Wie weit haben wir es denn noch? Da wäre ja immer noch 11 Kilometer Luftlinie. Ja, gut. Habe ich auch so ein Topo-Dingens-Diagramm? Topologie? Ja, ich will jetzt nicht ins Escape-Menü. So. Ah, ist ein bisschen Übung, ne, weil es ein bisschen eine eigenartige Steuerung ist, aber ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, bei einer 111, die hat ja auch ein ähnliches Kontrollmuster und es ist, glaube ich, gar nicht so unüblich, das so zu machen, dass man die halt nicht direkt immer auf volle Pulle ziehen kann. So, Vorsignal passt immer noch, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Was sagt denn hier? Ach, da müssen wir... Wir fahren ja... What the fuck? Wir sind jetzt mit dem Ding ja fast die ganze Strecke. Also gut, ne, wir haben also die zweite Strecke, die ja noch parallel fährt, irgendwie, aber krass, wir haben fast die ganze Strecke jetzt hier mit dem. Weil es gibt auch Szenarien, da brauchen wir eine Dreiviertelstunde für die ganze Strecke. Da wundert mich gerade so ein bisschen, dass wir hier so in Anführungsstrichen so flott durch sind. Ja, piep mal nicht so viel. Ich muss doch hupen. So, da geht's ja wieder bergab. Ich sehe da doch schon. Links ist ein Bogger. So, da können wir schon mal ein bisschen Vorleistung gehen, weil das ja... Ja. Alles gleich eh wieder nicht alles aufgehalten werden kann. So. Ich sag mal jetzt, wenn halt ein Signal kommt oder so, dann müssen wir halt echt mit der anderen Bremse bremsen. Ich glaube, das müssen wir auch vielleicht dann, wenn es in Richtung, ne, hier an einem Ort anhalten geht. Nur mal schauen. Ja, weil das hat natürlich nicht die Bremsleistung. Also da schiebt halt der Zug doch ganz schön. Also da kann man es auch nicht irgendwie anders sagen. In Hagen auf Nebengleis 115. Ach ja, der Winter. Ist ja nicht schön hier. Sieht schon knuffig aus, das Ding hier, ne? Immer noch auf Maximum Minus und wir werden einen ganz kleinen Ticken schneller. Ich sehe das schon. Gefährlich, gefährlich. Ja, süß auf jeden Fall hier, ne? Wieder da lang brettert.
Schildkröte. Dieses kleine Bubbel da ist schon lustig. Das ist einfach das, das Horn ist so. Solche Fahrgäste, wir finden uns dann Anfahrt auf Hagen. Sie erreichen halt alle vorgesehenen Anschlusszüge. Er muss die Güter dann ja auch mitteilen, ne? Die haben ja, müssen ja vielleicht auch umsteigen tatsächlich. Was gar nicht so selten ist, das müssen Güter tatsächlich. Nur ich glaube nicht mit ganz so knappen Anschlusszeiten. Und wenn die mal Verspätung haben, dann gleich immer ein paar Tage und so. Dass ich glaube, das sind im Personenverkehr doch noch einigermaßen verwöhnt, was Verspätung angeht. Jetzt natürlich im internationalen Vergleich, schwierige Sache. Aber man kann auch nicht irgendwie, man kann es auch nicht immer alles nur mit der Schweiz vergleichen, wo einfach alles fantastisch läuft. Wobei es auch viele andere Länder echt gut machen tatsächlich. So, was ist denn jetzt hier? 100, ja, oh, Achtung, ich muss bremsen, 150 nur, ey, muss jetzt aber aufpassen. Sorry. Ja, es ist halt nur so fernab von dem, was wir da gerade fahren. So, wir haben aber auch noch eine Bremse hier, ne? Wir haben drei. Lokbremse. Ja, ja, machen wir nicht. Was kann die denn? Bremsen wahrscheinlich, ne? Anlegen. Ja, der bremst auch wieder nur bei der Lok, ne? Also wir brauchen dann schon die Zugbremse, denke ich mal, weil ich glaube, dass auf der Lok jetzt genug Traktionslast, also dass die Räder genug abbremsen müssen, was da jetzt schiebt und sowas. Ich glaube, arg viel mehr Traktion werden wir da nicht haben und bekommen. Haben wir die nicht mehr vollständig gelöst? Oh, hat man tatsächlich nicht. Ah, die kann man kurz anlegen. Okay, dann bremst sie ein bisschen mit. Ja, okay, so ein bisschen mehr Leistung gerade schon noch. So, jetzt kommen wir hier auf Null. Den Rest mal rollen hier auf der Ebene. 4 Kilometer ist auch noch ein bisschen. Wir dürfen auch nicht so früh runterbremsen, sonst sind wir ja ewig lang langsam. Aber ne, dynamische Bremse generell immer erstmal zu empfehlen. Verschleißfreiheit, Gedöns und so, man kennt's. Ich finde den, also erst wenn ich nach links gucke und den Helm angucke, muss ich irgendwie grinsen. Das finde ich immer jedes Mal cool. Ich mag den Helm. So, oh, da vorne wird was gelb. Ja, mal ganz schnell. Ich glaube, da müssen wir auch generell noch viel schneller, ne, auf 60 runter. Müssen wir das eigentlich? Ja, müssen wir, ne? 70 sind wir ja schon. Das heißt, das passt ein bisschen von der Zugart her. Ich brauche trotzdem, glaube ich, ein bisschen. Oh, es geht auch viel mehr bergab, ne? Oh. Mach mal nicht. Das ist jetzt nicht, was ich erwartet habe. Ja, du bist auch noch der Siefer. Ich weiß, aber ich fahre halt zu schnell irgendwie. Ja, ja, genau, das hat uns die PZB. Ja, ich, das ist das, was ich gemeint habe mit, wir haben genug, naja, da, wir bleiben mal ganz kurz stehen. Ja, ich sehe das schon. Ah, anlegen und halten. Das heißt, das ist die Zugbremse. Okay, gut. Ihr Horns verstanden. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Bremsvorgang ist in Bearbeitung. So, wir können die ja schon mal lösen. Du hast dann wahrscheinlich nichts mit zu tun. So, genauso wie ich es vorher gesagt habe. Das Problem ist die Last auf dem, auf der Lok. So. So, bis er der gelöst ist hier, können wir ja schon mal vielleicht. Macht das Sinn, aber mal den, manchmal schon, so. So, jetzt aber hier, ne? Sorry, liebe Leute, für die kleine Verspätung hier. So, jetzt müssen wir wieder Schub drauf kriegen hier, ne? Du bist gelöst. Ist auch gelöst. Ja, aber wieder zu viel. So, ein bisschen mitsanden. So, jetzt aber.
Ja, das hat so mittelmäßig funktioniert. Ich sehe das schon. So, den dürfen wir uns wieder befreien. Sind wir schneller? Gut. Ja, okay. Also, wir überlasten mal die Lok bitte nicht, sondern bremsen vielleicht mal ein bisschen mit dem ganzen Zug. Das ist potenziell eine ganz gute Idee, glaube ich. Fürs nächste Mal. So. Wir haben schon was gelernt. Tut mir auch recht leid, wenn das nicht irgendwie immer reibungslos funktioniert, aber es ist leider so. So, 60 dürfen wir ja. So, dann muss ich aber echt auch hier nochmal schauen. Lösen. 0. Boah. Also, dass ich mir da auch die Einstellung von der Bremse halbwegs merken kann. Oder ich gehe dafür wieder in den HUD-Modus und kann mir das dann anzeigen lassen. So. Wunderbärchen. Sie fahren noch einmal. Es geht wieder bergab hier. Ich glaube auch generell, ich könnte schon mal damit generell ein bisschen. Jetzt haben wir da gleich die 40 wahrscheinlich. Uiuiui, müssen wir langsamer werden. Ich sehe das schon. Anlegen reicht. So, jetzt ist hier nämlich eine Weile angelegt und jetzt bremsen wir da gemütlich runter. So. Ja, so klappt das halbwegs. Ist trotzdem nicht einfach. Alter Latz. Also, man hat jetzt bei der Bremse und bei der und beim Hebel diese Logik, ne? Gib wieder bergab. Und gib wieder bergauf. Ja, wow. Ich roll da jetzt einfach mal ein bisschen. So. Und die Sonne blendet. Das ist fantastisch. So, wie viel Kilometer? 1,4. Dauert ja auch eine kleine Weile mit 40. Ist ja auch nicht gleich gemacht. So, da fahren wir natürlich an den Personengleisen vorbei. So, das sieht mir ja nach Halt erwarten aus. So, in der Tat. So, das ist wahrscheinlich noch der Kilometer. Und dann können wir mal... Uiuiui. Ich darf gefühlt gar nicht mehr arg viel mehr in die dynamische Bremse gehen, weil die dann auch schon vollkommen am Limit ist. Ich mache die auch mal nur auf so Restzugbremse, so. Und so, Beifluss, okay. So, das ist dann da vorne. Das passt, wir müssten vielleicht unter 30 kommen. So, das ist anlegen, halten. Lösen. Anlegen. So. Meter. So, lösen, halten, anlegen. BR ist anlegen. Okay. Gut, ich versuch's. So. Dich machen wir mal raus hier. Du bringst mir jetzt auch nicht mehr viel. Und dann versuche ich mal hier so rauszubremsen. Das ist, ja. Wie gesagt, von der Logik her eigentlich gar nicht so schlimm und kompliziert, aber es macht den Kopf ein bisschen kaputt, vor allem wenn es dann auch Schnee ist und der dann relativ schnell anfängt zu schlittern. Aber ja, also ich nehme das vorher voll auf meine Kappe mit der Zwangsbremse und das hätte echt nie sein müssen. So, welches Gleis bist du denn hier? Wo muss ich denn halten? Ja, wir werden es erfahren, denke ich mal. So, jetzt sind wir ja auch ein bisschen außerhalb vom sonstigen Geschehen hier, ne? Bedeutet, das sollte jetzt nicht mehr so viel den restlichen Zugverkehr beeinflussen. Also noch 400 Meter. Ja gut, wir müssten, glaube ich, bei 30 müssten wir aufpassen wegen der Beeinflussung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann aber auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Also wie gesagt, ich glaube, hier tut es keinem mehr weh, wenn wir hier langsam fahren. Entsprechend können wir das jetzt auch noch in Ruhe da lang tuckern. Also, wobei wir auf jeden Fall echt schon auf 30 hoch könnten, das stimmt schon. Macht aber echt gar keinen Sinn, wir bremsen halt eh gleich wieder runter, ne? So, da vorne ist das auch schon, ne?
der blaue Punkt, der direkt vor dem roten Signal ist. Das heißt, wir müssen dann doch ganz zielgenau anhalten. Es könnte in der Tat uns vor Herausforderungen stellen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. So, das ist jetzt halten. Ja, mal nix, das heißt, wir bremsen nicht. So, jetzt können wir ein bisschen auffüllen. Ein bisschen langsamer. Halten wieder. Wenn man das einmal gemacht hat, ist es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also es hat immer ein bisschen verzögert. So. Ja, genau. Und mit der Bremsleistung können wir jetzt ja ein bisschen lösen. Können wir vielleicht sogar schon. Ich wollte gerade sagen, ich bin im Punkt. Danke sehr. Ah, guck mal, haben wir geschafft. Ja, bis auf die Zwangsbremsung, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich bedanke mich trotzdem mal recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.